Iderei. Oh, ja. Ist das Haut meldet sich mal, also einfach so. Ich bin echt happy. So, ich nehme mal den Webcontroller weg. Was soll ich jetzt sagen? Es war ein so schöner Tag. Ist so geil. Ich stehe da. Ich mag schöne Tage. Liebe das. Erst recht, wenn sie auf den Montag fallen. Dann ist das richtig nett. Ich werde das mal hier anders machen. Ich mach das mal so. Ja, dann mache ich das so. Mal sehen. Ah, ja, ich glaube, so bin ich auch. Nee. Immer noch nicht richtig zu sehen. Ehrlich, ich hasse das, wenn ich nicht zu sehen bin. Finde ich nicht gut. Ja. Okay, jetzt bin ich aber zu sehen, oder? Genau. Ach ja, diese Eitelkeit ist echt zum Kotzen, oder? Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, ihr hattet da draußen auch einen schönen Tag. Also meiner war perfekt. Ja. Vormittags war ein bisschen Regen. Nicht weiter schwimmen, ja. Deswegen war ich trotzdem lange draußen, ja. Weil, hat niemand getroffen. Geil. Und nachmittags, da war das nur richtig gut, ne. Dann kam so ja die Sonne raus. Ah, ich sag euch, ich kann euch das nicht erklären, wenn man da an dem See ist. Was da abgeht. Das ist unglaublich. Ja. Das muss man erleben. Ja, also das kann man nicht beschreiben. Ja. Die Farben. Alleine die Farben sind verrückt. Ja. Und dann der See. Ja, der ist so clean. Aber was sich da auf den See abspielt, ist echt verrückt. Das hätte ich schon immer gemacht. Ne? Also, ich komme hier schon jahrelang her. Ich fand den ja schon immer irgendwie geil, den See. Ja. Ja, warum? Naja, der ist magisch. Ja, da geht es richtig ab. So, ja. Ja, so sieht ein glücklicher Mensch aus. Interessiert ja König. Das macht aber auch nichts. Ja, weil ich mache es ja eh nur für mich. Ne? Darf man ja nicht vergessen. So, jetzt nehme ich das mal wieder runter, das ist mir so weiter. So. Ich freue mich. Ich werde mal demnächst wieder nach Steglitz fahren. Mal kicken. Nein, mir fällt ja gerade ein, oh, Dezember ist der schlimmste Monat für mich. Warum? Naja, ich kann nicht weggehen. Ich habe alles durchgerechnet. Jetzt muss ich sparen. Ich muss jetzt sparen. Gnadenlos. Werde mich wirklich zusammenreißen. Ja? Und mit dem Arsch zu Hause bleiben, weil ich habe keine Wahl. Ich muss mal jetzt ein bisschen Geld sparen. Ja, das ist ätzend. Aber nicht zu ändern. Okay, ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao.